Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch hier in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Diesmal wollen wir mal wieder einen Vault aufmachen, seit längerem, und zwar den ersten in Season 3. Ich war letzte Woche ein bisschen unterwegs und zwar war zumindest im NHC-Raid, ich bin ja aktuell mehr am oder fast ausschließlich am Collecten, aber ich dachte mir, komm, den Normal-Raid nimmst du mit, hab den auch geklärt für die Achievements. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir Schönes drin haben im Vault. Ich habe zusätzlich noch einen zweiten Char, bei dem ich auch noch gucken will. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal mal Main. Und, oh, ich hab vergessen zu gucken. Oh, ich habe auf Wächter gestellt. Okay, gut. Was haben wir drin? Ich glaube, die Waffe ist schon nicht verkehrt. Die hat, die muss ich fast nehmen. Also, was habe ich denn? Den Ring mit Tempo Mastery, der ist jetzt nicht so nice. Dann habe ich eine Waffe, die einen Sondereffekt drauf hat. Ich glaube, die muss ich fast nehmen. Und dann habe ich einen Umhang. Und vor allem, die Waffe hat auch noch das höchste Item-Level. Ja, gut, Leute, ne? Ich glaube, das ist ein No-Brainer. Dann nehmen wir die Waffe. Ich glaube, die ist nicht schlecht. Eigentlich wollte ich ja meinen Funken sparen, um mir eine Waffe zu craften. Also man braucht ja immer zwei, um mit zwei eine Waffe zu craften. Aber ich glaube, das können wir dann lassen. Ich habe noch nicht sonderlich viel neues Gear an, sage ich euch ganz ehrlich. Kann euch das mal zeigen. Habe eigentlich das an, was ich letzte Season quasi bekommen habe. Denn ich will die T-Mox mitnehmen und dementsprechend habe ich die Sachen, die ich jetzt auf 463 upgraden könnte, ne, die man auch von dem World Event Stuff gekriegt hat, die habe ich schlichtweg noch nicht geupgradet. Auch jetzt aus dem Raid das Zeug habe ich nicht geupgradet, weil ich mir denke, ich will jetzt erstmal auf den Vault warten, dann kann ich es in den Vault reinpacken und dann, wenn ich es quasi danach upgrade, kriege ich nochmal so ein bisschen extra T-Mog, also sprich, mir ist aktuell der T-Mog wichtiger als die Charakterstärke, weil ich jetzt eh nicht sonderlich viel Endgame mit dem mache. Aber NHC werde ich ein paar Mal laufen, um dementsprechend die Quest fertig zu kriegen und dem, ja, ich denke mal, da wird schon das eine oder andere rumkommen. Jetzt schaue ich mal, ob ich theoretisch diese Waffe upgraden kann, weil da gibt es ja kein weiteres T-Mog eigentlich. Nee, kann ich nicht, ne? Okay, also da brauche ich dann die Währung, die man wahrscheinlich aus dem HC braucht, schätze ich mal. Ist es bei den Schuhen auch so, oder? Ah, ja, okay, bei den Schuhen ist es auch so. Also ab 363 oder halt dann den Upgrade auf 367 braucht man die HC-Marken. Und ich vermute mal, dass ich die nur im HC oder im höheren bzw. mittleren M Plus kriege, ne? Also das fällt jetzt erstmal für mich flach. Gut, aber dann ist das schon mal eine schicke Angelegenheit. Vielleicht verzauber ich das Ding gleich mal. Was hatte ich denn auf dem alten drauf? Weise Hingabe. Komm, das kaufen wir uns gleich mal. Sonst vergesse ich das wieder. Und dann können wir als nächstes noch auf Magier gehen. Weise Hingabe. Jetzt schauen wir mal. 5K. Na komm, holen wir uns die gute Verzauberung. Für die guten Freunde nur das Beste. Wenn das Auktionshaus mich lässt. So, jetzt aber hier. Also ich... Oh, ich hab's jetzt, glaube ich, zweimal gekauft. Dreck. Na gut, hauen wir sie nochmal einmal ins Sahara rein. Ich dachte, ich habe sie nicht gekauft. Nur irgendwie hat's ein bisschen geleckt. Naja, gut. Muss das Ding wieder zurück. Okay, das dauert ein bisschen drauf zu verzaubern. Und dann würde ich sagen, tauschen wir das gleich schon mal um. Bei den anderen Sachen müsste ich mal gucken, ob... Theoretisch könnte ich es auch upgraden. Ein paar Sachen habe ich, die kann ich auf 463 upgraden. Und ja, mal schauen. So, also ziehen wir das als erstes mal an. Dann packen wir die hier mal unten hin. Und das Ding kann wieder ins Auktionshaus zurück. So. Ich hatte auch noch einen coolen Defekt drauf. Und zwar Gegner mit mehr als 90% Gesundheit erleiden 400% Schaden, was schon relativ nice klingt. Und dann haben wir auch noch die Geschichte, dass ich nur so einen Damage-Proc habe, ne? Der jetzt auch irgendwie 21k Schaden macht. Wisst ihr, was ich mich frage? Ob das... Ich will mal was ausprobieren. Ich habe hier eine Ziele... Ich brauche eine Zielertrappe, die Full Life hat am besten. Ich suche mir mal einen Mob. Ich will mal was ausprobieren mit diesen 90%. Ob dann aller Schaden quasi... also ob aller Schaden dann um 400% erhöht wird. Auch der quasi... dann unter den 90% ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass wenn ich jetzt einen extrem hohen Initialschaden habe, dass ich, obwohl der Mob dann unter 90% fällt, ob das trotzdem zählt. Ich habe nämlich einen Spell. Warte mal, komm, wir hauen uns mal noch das Mal drauf. Ich habe nämlich hier dieses Leuchtfeuer. Jetzt hauen wir mal den auf den Kollegen drauf.
Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Was hat es gemacht? 800k. Weil das macht hier eigentlich 400 irgendwas K. Meistens ist es, wenn dann etwa 600k, was es raus hat, ne, was nur mit Werten verstärkt wird, oder es proccht halt, dann macht's, oder crittet halt, ne, dann macht es 1200. Also irgendwie, anscheinend auf das Trinket wirkt die Waffe nicht schade. Ich dachte, da kann ich jetzt so einen ulti-hohen Hit raushauen mit. Naja, gut. So viel dazu. Und gut, jetzt würde ich sagen, switchen wir noch auf Magier. Da wollte ich nämlich auch noch was gucken. Und zwar habe ich da letzte Woche einen Run in einer Instanz gemacht, und zwar Brackenfellhöhle, schimpft sich der Laden. Bin nur um HC durchgelaufen, denn ich habe mir ein Rezept holen müssen, beziehungsweise ich habe mir vorher ein Rezept geholt und wollte halt die den Erstherstellungsbonus haben. Und dementsprechend musste ich einmal durch die Indie durch. Jetzt bin ich extra C gegangen, denn ab der Season soll es ja so sein, dass man aus dem Vault auch HC-Loot raus. Also dass man quasi den Vault auch füllen kann mit HC-Dungeons. Und jetzt gucken wir mal, was ich da rauskriege. Ich hoffe ja, dass es aus dem Mythic Plus Pool aus allen Instanzen ist. Dann könnte ich nämlich da krass T-Mog farmen. Nice, okay. Das ist jetzt schon mal wichtig. Also das Item ist totaler Rotz, ne? Jetzt habe ich hier quasi einen Trinket bekommen. Ich brauche eigentlich ja irgendeine T-Mog-Sache. Aber ich kann über HC-Dungeons auch den Loot aus dem Kronsteig-Anwesen zum Beispiel kriegen. Und wahrscheinlich halt aus dem anderen aktuellen Mythic Plus Pool. Hat den Hintergrund, warum ich mich darüber freue. Es gibt nämlich einzelne Items, die man quasi nur im Plus farmen kann aktuell. Und das sind, warte mal, ich kann mal gucken, ob ich All the Things aufmachen kann. Das sind nämlich Items. Irgendwo da unten haben wir sie drin. Tja, na gut, da müsste ich jetzt zu lange rumklicken. Um es jetzt einfach zu erklären, es sind quasi in Kronsteig zum Beispiel müssten es ehemalige Azerit-Items sein. Und man kriegt natürlich kein Azerit-Item, sondern ein normales Gear-Item. Also wenn da eine Brust droppt, die früher ein Azerit-Teil war, kriegt man halt einen Non-Azerit-Teil. Und das hat eine andere ID. Und die will ich halt holen. Und übers M-Plus mit irgendwelchen Twinks zu farmen, ist halt ätzend. Aber wenn ich einfach eine HC-Instanz machen kann, den Vault damit füllen, dann kann ich dementsprechend da relativ easy das Thema holen. Und darauf spekuliere ich halt. Aber gut, das Trinket bringt mir jetzt mit dem Magier nichts, ne? Aber zumindest als Test war es jetzt schon mal nicht schlecht. Das ist das, was ich wissen wollte. Gut, dann können wir das nur anlegen. Das ist sogar ein Upgrade für den. Und ja, dann sind wir durch mit dem kleinen Vault-Opening. Mal gucken, wie ich es jetzt nächste Woche mache. Ich denke mal, ich werde heute nochmal NHC einmal durcheiern. Und vielleicht schon das ein oder andere HC-Indie mit den Twinks machen, um dementsprechend dann den Vault aufzufüllen. Juti, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Opening wieder. Euer Tilla, bis dahin. Ciao.